Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einem nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part, tja, meine Freunde, da ist viel passiert und ja, vor allem sehr viel passiert, was auch so Hintergrundstory angeht, also ne, die Hintergrundgeschichte mit Zelda, Tagebuch des Königs haben wir gefunden. War auch interessantes drin zu lesen, dass man so auch ne, dieses ganze Vorwissen, was man eigentlich haben müsste oder was einem auch jetzt später durch das Spiel auch erst gegeben wird, dass man darüber nachdenkt, so ja, warum ist Link denn überhaupt im Schrein des Lebens? Ja, warum ist die Welt denn jetzt so, wie sie gerade ist mit den Monstern und was ist da überhaupt passiert? Und da haben wir jetzt immer mehrere Puzzleteile bekommen und so langsam schließt sich der Kreis von sehr, sehr vielen Ecken, die noch offen waren. Und ja, auch zu den Erinnerungen, ja, da haben wir jetzt im letzten Part auch noch die finale Erinnerung gefunden, beziehungsweise ja, sind wir der nachgegangen. Man muss einfach nur alle anderen 12 Erinnerungen halt freischalten, beziehungsweise sich anschauen und zu den richtigen Orten gehen, die auf den Fotos im Album gezeigt werden. Und dann schaltet man dadurch in der Nebenaufgabe frei, dass es noch ein zusätzliches, ein letztes Erinnerungsstück gibt, was das Ganze dann so ein bisschen noch weiter auflöst. Und das war sehr schön anzusehen. Das hatte ich euch im letzten Part gezeigt. Deswegen schaut da gerne mal rein. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Nebenaufgabe. Einige haben wir ja noch vor uns. Zum einen hätten wir da noch folgende. Ein Geschenk der Priester. Ihr erinnert euch, im letzten Part oder in den letzten Parts haben wir ja noch ja, eisern darauf hingearbeitet, die letzten 120 Schreine zu sammeln, beziehungsweise sind wir dann zu den 120 Schreinen gekommen. Und da möchte ich jetzt hin. Ja. Und zwar ganz schnell. Denn wir müssen laut der Quest, der Nebenaufgabe, wieder zum vergessenen Tempel zurück. Und zu der ältesten Göttinnenstatue gehen, die es in dieser Welt gibt. Da seht ihr, oder da seht ihr 120 Schreine. Mehr gibt's nicht. Im Moment. Und wir sind jetzt im vergessenen Tempel angelangt. Und ja, das ist er. Da ist die älteste Statue. Da liegen Truhen, die vorher nicht hier waren. Vorher können wir aber die Göttin mal fragen. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Doch du besitzt nur noch keine 4 Zeichen der Bewährung. Such die Schreine in diesem Reich und stelle dich ihren Herausforderungen. Sobald du 4 Zeichen der Bewährung empfangen hast, kehre zu mir zurück. Ja. Es gibt aber keine mehr. Deswegen öffnen wir jetzt mal die 3 Truhen. Wildnismütze. Diese Mütze soll für den Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Es fühlt sich richtig an, sie zu tragen. Oh ja. So, dann machen wir mal rechts vor links. Wildnishose. Diese Hose soll für den Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Sie sitzt wie angegossen und gibt dir das Gefühl, für jede Reise gerüstet zu sein. Und? Wildnisgewand. Dieses grüne Gewand soll für den Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Es hat genau deine Größe. Ha, wie kommt das wohl? Ein Geschenk der Priester. Und das, meine Freunde, ist quasi unsere Belohnung
für die 120 Schreine. Gerade hier, so, zeige ich euch den hier nochmal. Das ist er. Wildnis-Outfit. Gerade an den Armen, ne, an den Ärmeln hier, da sieht man noch diese, ja, typische, sag ich mal so, Breath of the Wild Maserung, die ist ja auch hier auf dem Reckengewand drauf. Auf der anderen Seite können wir mal gucken, ob wir die irgendwo verstärken gehen können. Nämlich gibt es ja die stärkste Fee nochmal. Hier unten. In Gerudo. Genauer gesagt, in der Wüste Gerudo. Da können wir mal gucken, ob wir die jetzt zusammen verstärken können. Und ob das sogar zu benutzen ist. Die Rüstung. Ob wir die so weit verstärken können, dass wir die auch wirklich benutzen können. So, gehen wir mal schnell zur Fee. Bam. Ich wäre fast ertrunken. Ja, was bist du auch im Wasser? Du bist doch sicher hier, um deine Kleidung verstärken zu lassen. Bis zum Maximum, das ist schön. Genau, wir könnten jetzt hier die Haya-Rüstung bzw. Hyya-Rüstung verstärken. Wir haben mal wieder zwei Sternensplitter, das heißt, die könnten wir auch verstärken. Den könnten wir verstärken. Da fehlt der Maxi-Barsch. Den könnten wir natürlich noch ein bisschen hochziehen. Auf 20. Genau, die könnten wir weiter hochziehen. Wir haben ja genug antike Reaktorkerne. Diamantstirnband natürlich auch. Aber ich sehe gerade, wir können nur die Wildnismütze hochsetzen. Denn hier brauchen wir noch eine Nydra-Schuppe. Und hier brauchen wir noch eine Eldra-Schuppe. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Drachenteile farmen gehen, um halt, ja, die Sachen zu verstärken. Wir haben jetzt glücklicherweise vom Farodra die richtigen Teile bekommen. Oder schon zusammen. Deswegen wir dann hier natürlich die Mütze schon mal verstärken können. Aber ich glaube, das ist auch gewesen. Gibt es irgendwelche besonderen Fähigkeiten, wenn man das Masterschwert jetzt damit ausrüstet? Sieht nicht so aus, ne? Ja, okay. Das ist auf jeden Fall so unser kleiner Abstecher gewesen mit der Rüstung. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal wieder zurück zu Schloss Hyrule. Wir wollten ja auch jetzt die Wallen, beziehungsweise Wellen. Wallen? Die Wallen durchgehen? Ein Wall, die Wallen? Ja, doch, ich glaube Wallen. Ja, in Angriff nehmen und sie unterstreifen Richtung Schloss. Meiner Meinung nach dürfte das eigentlich schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil man sich da, glaube ich, durchkämpfen muss, soweit ich weiß. Aber das ist natürlich das grüne Gewand, ne? Das traditionelle ist halt abgeändert, weil es jetzt im Wildnis-Outfit ist.
so gesehen. Hier war noch ein Krog, den haben wir vergessen. Ist jetzt in der Wildnisoptik sozusagen. Weil, war ja klar. Ja, okay, komm. Dann machen wir es mit Revani. Dann machen wir einfach den Revani. Holen wir einfach den Revani raus. Noch was zu essen? So viele Äpfel auch, ne? Oder hier Maxi-Durian, ne? Das ist ja unfassbar. Kannst ja alles mit kochen, ne? Ich glaube, wir müssten noch ein paar fertige Gerichte haben. So, ich bin natürlich wieder an den Anfangspunkt des Schlosses. Weil da beginnt ja dann der erste Wall. Und genau da will ich ja auch hin. Zumal Oststollen. Mir noch angucken will, was es hier gibt. Hier gibt es natürlich noch die eine oder andere Truhe. Klar. Bombenfall, okay. Hier gibt es noch Loren. Gardeschwert. Irgendwas, was schwach ist, was weg muss. 70. Zwar nicht so haltbar, aber 70 ist schon krass. Kann man schon mit arbeiten. Genug. Natürlich ein Krog. Nehmen wir den auch mit. Zweimal Saphir, sehr gut. Ivarok. Das nehmen. Aua. Genau, mach deine eigenen Vasallen kaputt. Das hilft uns. Moment, mal eben stunnen. Mann, man den aber auch nicht trifft, ne? Also.
Boah, ey. Wir müssen Bomben fallen, mir reicht das. Also. Ich hasse das, wenn er den Stein da hat. Klebt er sich an die Wand? Ich glaube das nicht. Aua, natürlich fällt er genau auf uns. Hau dem noch einfach ein letztes Ding da rein, so jetzt. Hau da mal drauf da. Oh, komm her jetzt. Bam, so. Alter Vater, ist das eine Geburt hier, ey. Ich wäre normal. Ein Diamant, ja. Das haben wir uns auch verdient. Ach, guck mal, brauchen wir gar nicht Rebani. Geht auch so. Hier waren wir noch nicht. Hier können wir noch weiter durchgehen. Guck mal, das ist ein Auge. Bäh. Kommen wir jetzt in die Bibliothek wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist die Bibliothek. So wäre man jetzt auch da reingekommen. So, wir haben aber hier noch eine versteckte Truhe. Da ist ein Farodra-Zahn drin. Na, sicher. Nehmen wir den. So. Perfekt. Mal wieder raus hier aus dem Stollen. Dafür, dass wir uns hier an nichts halten müssen, was wir jetzt anziehen oder so, ist die Hylia-Rüstung bzw. Hylia-Rüstung ja echt gut für uns. So. Donnerhelm wäre nicht schlecht. Auch noch mit. Okay. Ah, hier sind wir noch nicht weitergelaufen. Nee?
Hä? Einer war schon. Oh, 200 Rubine. Sehr schön. Ich meine, wir sind hier aber lange da. Egal. Okay. Dann ist das so. Gehen wir wieder hoch. So. Croggy haben wir hier aber nicht vergessen, oder? Gibt es hier einen Croggy? Nee, hier gibt es so einen Aufstellerwächter. Hi. Also ist irgendwie komisch, aber egal. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Alles verschüttet hier. Weiß es sein. Wertbanane. Eigentlich ein Zeichen der Jäger. Das ist schön. Eventuell brauchen wir den auch. So, ich sehe es genauso. Ich will aber den Ball noch nicht da haben, sondern mir erstmal gucken. Wenn hier zum Anfang geht. Wir schlagen uns jetzt durch die ganzen
Walle durch. So. Genug Vorgeplänkel. Jetzt ziehen wir durch. Erster Ball. Ja, ist okay. So. Erster Ball. Hier ist kein Regen drin, das heißt, wir können auch ruhig stärkeren Sachen anziehen und bitte. Ein blauer Leun. Dritter Ball. Moment. Von der anderen Seite sind wir nicht geschützt. Mein Gott. Wir stellen uns aber gerade an hier. Bestimmt noch härtere Gegner hier. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt nichts machen, ey. Der visiert die falschen Gegner an. Ja, ist doch okay. Nur zeig mal dein Auge. Zeig da nicht. Gut, dann nicht. Ey, das ist echt. Wird auch direkt benutzt. Ey, das gibt's doch nicht, ey, wie der uns hier jedes Mal weghaut, ey. So, hau ab jetzt. Du auch. Verschwinde. Wie, der lässt das... Der lässt sein Schwert nicht fallen? Was soll das denn? Voll unfair. Aber wir kriegen eine Belohnung. Bombenpfeil, okay. So, natürlich waren wir hier oben mal unterwegs. Da wollen wir nur gucken, ob es doch noch irgendwas zu holen gibt. Und ich sehe, es gibt noch was zu holen. Hier ist eine Truhe. Link. Danke.
Hier oben gibt es aber nichts mehr. Soweit ich weiß. Ne. Dann müssen wir weiterziehen. Nächster Ball. Natürlich kann man da auch lang. Aber wir wollen uns ja von Wald zu Wald durchschlagen. Das ist der nächste. Könnte natürlich auch versuchen. Oh. Hier schon vorher hochzukommen. Das Auge schon vorher wegzuschießen. Wäre natürlich auch eine Überlegung. Die man durchaus in Betracht ziehen kann. Ah, guck mal. Truhe kann man sich auch dann schon holen. Ha? Ah, hier ist auch noch eine Truhe. Wusste, dass hier noch eine Truhe ist. Besser so. Sehr gut. Mal rein in den Wald. Wo hängt das Äuglein? Da oder? Ach, hier oben. Hallo. Eins, zwei. Zweiter Ball. Natürlich kommen jetzt die Hochkaräter. Müssen wir was futtern? Sonst machen wir nicht lang. Okay, machen wir nicht mit dem, machen wir erstmal mit dem anderen. Nehmen wir den. Die lenken einen mal ab, ne? Kannst mal kurz Ruhe geben, ne? Alter Vater. Der haut so rein, ne? Das ist unfassbar. Kannst du jetzt mal Ruhe geben, da? Mann, ey.
Mir voll auf die Nerven, ey, wirklich. Oh, jetzt hier fress das. Ja, schlag doch dreimal. Ah, ist unfair, was er jetzt macht, weil kann man fast gar nicht weglaufen, weil der Raum zu klein ist. Schnell kannst du gar nicht auf die Waffe wechseln. Ey. Geht gar nicht. Ja, ist doch gut jetzt. Ey, mein Gott. Ey, wirklich. Ist aber jetzt echt ein bisschen zu viel, ne? Was hat der für eine Reichweite, ey? Sag mal. Allein hier auch in diesem Wall mit denen zu kämpfen, das ist schon echt eine Zumutung, ey. Klar, immer mit dem perfekten Ausweichen, das rettet einen, aber das ist ja, ne, die einzige Lösung, die man fast hat hier, ey. Auf so engem Raum. Das ist ja mega krass. Ist ja ein paar Sachen fallen. Naja, geht so, ne? Antikenpfeil dreimal. Ja, den könnte man einsetzen, glaube ich. Antikenpfeil. Wir haben 20 Stück. Ich glaube, das ist eine gute Idee, den einzusetzen. Die trotzdem einen treffen, endlich. So unfassbar lächerlich, ey. Alter. Selbst wenn man wollte, man kann hier gar nicht. So rumlaufen, wie man mag, ey. Krass, ey. Moment, mal aufpassen, dass ich da nichts auslöse. So. Zack. Okay. Der schießt uns da runter. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist schon zu viel. Da dürfen wir nicht rein. Jetzt denke ich mal, werden wir den letzten Boss erscheinen lassen.
dürfen wir noch nicht. Möchte ich auch noch nicht. Aber was wir machen können, was erlaubt ist, ist, denke ich mal, die obere Etage. Die ist, glaube ich, erlaubt. In die darf man, glaube ich, gehen. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ja, da sieht man es schon. Ist wie so ein Hasssack sozusagen. Von der Verheerung. Thronsaal. Oben rum darf man aber, oder? Ohne den zum Vorschein zu bringen. Okay, merken wir. So, ich will nämlich erstmal an die Spitze des Schlosses. Da dürfen wir nämlich hin. Ich weiß nicht, ob wir hier auch noch rein dürfen. So, ich will aber erstmal hier gucken. Hier gibt es nämlich noch den antiken Pfeil fünfmal. Ja. Und wenn man jetzt ganz genau ist und ganz gemein ist, dann gibt es hier nämlich noch was. Der Schirm ist jetzt einsatzbereit. Nehme ich auch noch einen Krog. Ja, ihr hört richtig. Hier gibt es noch einen Krog. Das ist so unfair. Ausgerechnet auf dem Dach des Schlosses. Quasi an der höchsten Spitze. Gibt es noch einen Krog zu holen. Und dass das nicht schon reich, ist es hier auch noch bitterkalt. So, untersuchen wir den mal. So. Gehen wir wieder runter. Revalis Sturm ist bereit. Ich hoffe, dass wir jetzt nichts riggern. Ich glaube, das tun wir aber nicht, solange wir uns hier an der Oberfläche befinden. Ja. Nee. Wenn da eine EX-Truhe ist, dann darf man die noch nehmen. Okay. So, das ist nämlich genau noch die Ruhe, die uns die Leibwachmütze oder Leibwachenmütze gibt. Und dann haben wir die EX-Sachen auch abgeschlossen. Der Leibwache. Ja. Aufpassen, eine Etage tiefer dürfen wir nicht. Hat.
sonst wecken wir die Verheerung und das wollen wir nicht. Noch nicht. Hier gab es aber irgendwo einen Krog. Sehr gut. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie das von oben aussieht. Der hat sich da irgendwie festgeklammert an dem ganzen Zeugs. Ja. Hier wäre dann der reguläre Eingang. Quasi in den Thronsaal. Man hier auch, denke ich mal, so eine Teleportmünze hinsetzen, ja, oder Medaillon, und das wäre es dann auch gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch den ersten Wall gibt, sieht jetzt nicht danach aus, weil das so ein geschlängelter Weg ist hier. No. Und dann wäre es das eigentlich soweit, auch mit Schloss Hyrule. Können wir uns beim nächsten Mal direkt damit beschäftigen. Was ist das hier für eine Textur? Okay. Können wir uns beim nächsten Mal direkt damit beschäftigen, dass wir vielleicht schon von den DLCs angehen. Ja, damit wir hier so langsam zu Potte kommen und die Sachen dann dementsprechend abschließen. Einen Ort verlassen. So. Mal jetzt noch gucken, was wir so an Nebenaufgaben haben. Die können wir dann noch mehr mitnehmen. Mit der schwarzen Serie zum Beispiel, also. Und dann wär's das eigentlich. No. Schwarze Serie. Müssen wir einfach die Quest auswählen. Da. Genau, der war ja hier. Da müsste auch direkt der Koch sein. Also können wir direkt beides. Aber wir haben keinen Rohrzucker. Ah, Rohrzucker habe ich schon. Stimmt. Mann, jetzt noch Rohrzucker her. Haben die Ornis Rohrzucker gehabt? Egal, wir gucken jetzt erstmal mit der schwarzen Serie. Am besten ziehen wir die Sachen auch an, soweit es geht. Hm. So, ja, wir haben noch einen Bogen. Warte mal, kannst du mir das Schwert zeigen, das du da hast? Klar. Ja. Das ist ja fantastisch. Danke, du hast mir etwas von wahrer Größe gezeigt. Ich sollte losgehen und selbst etwas Ähnliches finden. Nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. 300 Rubine, okay. Die schwarze Serie. Wie, nur ein Teil musste ich dir jetzt zeigen? Hey, hey, das Gardeschwert. Gibst du es mir für einen Topaz? Nein. Sonst habe ich leider nichts. Dann musst du wohl aufgeben. Ja. Ist mir auch leid für dich, ja. Dann haben wir jetzt umsonst alle gesammelt, oder?
Nein. Für einen Saphir auch nicht. Kannst du vielleicht einen Diamanten sprengen lassen? Ne, dann nicht. Dann tut's mir leid. Also unter Wert verkaufe ich nicht. Nee. Machen wir nicht. Geht gar nicht. Moment, vielleicht hat Terry Rohrzucker. Hey Terry. Ja. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein Ausdauerkäfer von mir aus. Ja. Okay. Hast du Rohrzucker? Nee, du hast wieder nur Insekten. Und Pfeile. Ja gut, Pfeile nehmen wir. Hi. Was? Du hast ein Rezeptbuch des Hofes von Hyrule gefunden? Kannst du bitte das Gericht nachkochen und mich davon kosten lassen? Hier, Obsttorte. Dies ist also die Obsttorte, welche die Prinzessin von Hyrule seit seiner Zeit genoss. Das ist als ob man hoch zu Ross über die saftigen Wiesen der Ebene galoppieren würde. Aber das ist noch nicht alles. Unterwegs begegnet man einem Wächter. Schock, schwere Not. Das ist der ultimative Geschmack. Ganz großes Gaumentheater. Dass ein solches Gericht existiert, lässt mich an das Gute in dieser Welt glauben. Du hast mir wirklich eine außerordentliche Freude bereitet. Mein Dank kommt von Herzen. Königliche Küche geschafft. Ach so, das andere muss man gar nicht kochen. Okay, ja dann. Okay. So, was haben wir noch? Sonst nur die EX-Sachen. Ja, okay. Echte Axt plus. Curry gegen die Kälte. Ja, brauchen wir Kronengewürz. Haben wir leider nicht. Knochenpferd können wir noch in Angriff nehmen. Ne, ja, einfach nur Knochenpferd sehen. Ich weiß, da gab es ein Knochenpferd an einer bestimmten Stelle. Angeblich soll das da erscheinen. Aber, bei uns ist es irgendwie nicht erschienen, wo wir da vorbeigegangen sind. Deswegen würde ich da vorschlagen, wir haben ja mal ein Bild von einem Knochenpferd gemacht, soweit ich weiß. Können wir auf jeden Fall mal einen Angriff nehmen hier. Richtig. Hier mal was Warmes an, hier, fertig. Was mache ich nur? Na, wie ist die Lage? Hast du das Knochenpferd aufgespürt? Es soll auf der nördlichen Tabanta-Ebene sein und bei den seltsamen Ruinen östlich davon sein Unwesen treiben. Hab's gefunden. Ist zwar ein anderes, aber hab's gefunden. Hier. Was? Das soll ein Knochenpferd sein? Das ist ein Stahlpferd. Ein Monster. Ah, das wird mich noch in meinen Träumen verfolgen. So gruselig. Aber das Bild ist gut gelungen. Naja. Lass es mich mal schnell abpausen. Okay. Danke, ein tolles Bild. Damit kann ich einen großartigen Artikel schreiben. Hier, wie abgemacht. Natrubin. Ich hoffe, wir können mal wieder zusammenarbeiten. Ach, bestimmt. So. Jetzt auf jeden Fall alle möglichen Nebenaufgaben so hier weitestgehend gemacht. Weiß jetzt nicht, ob man Goron-Gewürz noch kaufen kann in Goronia.
könnten wir das vielleicht auch noch abschließen. Rigoronengewürz zu verkaufen. Wäre natürlich was Feines, ne? Können wir das auch direkt mitnehmen, dann sind wir fertig für heute. Das sind nur die EX-Sachen, aber ja gut, da habe ich ja zu euch gesagt, da gucken wir mal, dass wir die vielleicht so nach und nach holen. Ansonsten, ja, das Allerwichtigste waren die Schreine und so, gucken wir mal. Hier gibt es ja alle möglichen Läden. Nur der hat da was auf dem Grill, was der verkaufen will. Goronengewürz, da ist es doch. Jawohl. Oh, Rohrzucker, da wär's gewesen. Die Goronen haben Rohrzucker. Ich glaub's nicht. Aber Goronengewürz haben sie, jawohl. Oh, mega. Jawohl. Oh, wie schön. So, dann können wir die Nebenaufgabe ja vielleicht doch noch in Angriff nehmen. Schwupp, nach oben. Und zack. So, Curry gegen die Kälte. Besorg etwas Goronengewürz und bring es live am Stall der Orni. Einmal um die Karte hier. Waren wir heute in der Wüste, dann waren wir jetzt wieder bei den Goronen, dann waren wir wieder bei den Orni. Am Anfang des Parts waren wir im Kakariko, dann waren wir am Schloss Hyrule. So wieder durch die ganze Weltgeschichte hier gelaufen, beziehungsweise haben uns durch die Weltgeschichte teleportiert, um genauer zu sein. Und die Temperatur lässt nach. Perfekt. So, können wir mal wieder normale Sachen anziehen. Sehr schön. Yes. So, Curryreis. Bitteschön. Was denn? Du hast wirklich etwas Goronengewürz gefunden? Wo hast du's? Wo hast du's? Darf ich mal sehen? Oh. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Echtes Goronengewürz. Ja. Reisender. Könnte ich dich dazu überreden, mir das Goronengewürz für 50 Rubine zu überlassen? Na klar. Ich danke dir. Mit Goronengewürz und Hyrule-Reis koche ich schön würzigen Curryreis, der wärmt Körper und Geist. Hier bitte, 50 Rubine. Wenn du wieder etwas Goronengewürz findest, wirst du es mir geben. Nächstes Mal bekommst du auch Hyrule-Reis dafür. Probier nochmal, Goronengewürz und Hyrule-Reis mit anderen Zutaten zu mischen. Auf diese Weise erhält man verschiedene Arten von Curryreis. Aha. Also. Hyrule-Reis. Und Goronengewürz. Dann noch Durian. Maxi-Curry-Reis. Jawohl. So, erstmal hier. Jawohl, plus 22. Alter Vater, ey, klatschen ja alles wieder durch. Mega nice, hat 20. Nice. So, und noch einen davon. Bitteschön. 21, okay. Müssen wir halt mehr von denen nehmen. So.
den hier noch und dann machen wir ultimativ so. Jetzt höher als 22. 21. Okay, immer noch 21. Macht nix. Aber unter Weizen, Reis. Mit Eiern. Ein bisschen Maxi-Rübe. Meinst du? War noch? Ja. Maxi Spiegelei mit Reis. Ja, du sollst das nicht essen. Du sollst das kochen. Ja. Maxi Muschel. Dem. Oh, ein bisschen davon. Was macht der denn nicht? Ah, Maxi Fischreisbällchen. Ach, lecker. So, haben wir denn genug gekocht schon? Reicht das? Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, beim nächsten Mal könnten wir vielleicht schon den ein oder anderen DLC vielleicht ausprobieren oder schon in Angriff nehmen, denn so mit Schloss Hyrule, denke ich mal, sind wir so weit es geht durch. Wir haben auf jeden Fall die Katakomben durchsucht, wir haben die Bibliothek durchsucht, wir haben diverse Tagebücher gefunden, wir haben die 120 Schreine gemacht, wir haben alle Erinnerungen gefunden, auch die Erinnerung, die bei Schloss Hyrule war, auch der Schrein, der in Schloss Hyrule war. Also so gesehen ist Schloss Hyrule auch der letzte Anhaltspunkt, was Schreine und Erinnerungen angeht. Und ja, mir wird jetzt spontan nichts anderes einfallen, als dass wir dann wirklich schon die DLCs in Angriff nehmen und ja, ich weiß nicht, ob wir da chronologisch vorgehen sollen mit Prüfung des Schwertes oder ob ich dann doch eher die Ballade der Recken vielleicht vorziehen würde, wobei die Ballade der Recken vielleicht auch wieder Rätsel mit sich bringt. Prüfung des Schwertes ist, glaube ich, reines Kämpfen. Ah, ich überleg's mir noch. Auf jeden Fall sage ich aber an dieser Stelle erstmal so, Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild und sehen uns im nächsten Part direkt wieder. Ich habe richtig Bock. Und ja, wir werden auf jeden Fall das machen, was ich eben gesagt habe. Eins von den DLCs vielleicht in Angriff nehmen oder vielleicht noch gucken, was man noch so Nebensächliches machen kann. Ich durchstöber mal ein bisschen, aber es würde vielleicht doch darauf hinauslaufen, eins der DLCs schon zu beginnen. Was ja auch in eurem Interesse liegt, denke ich, dass wir dann auch endlich mal die DLCs mitnehmen und ja, was den Final Boss bzw. den letzten Endboss des Spiels angeht, habt ihr jetzt gesehen, im Thronsaal wäre das und da will ich aber wirklich erst hingehen, wenn wir die DLCs vielleicht auch gemacht haben, deswegen, dass das so einen runden Abschluss gibt. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Part gesagt. Und ich denke mal, da werden mir einige von euch beipflichten, dass das dann nochmal so eine schöne Abrundung gibt. Genau, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpasst. Bis dahin, Freunde. Ciao.